Ja, hallo und herzlich willkommen bei FMÜs YouTube Videoblog. Heute Kino- und Filmblog Folge 5. Genau, und heute geht es um den Film Ich bin dann mal weg. Ein recht bekannter deutscher Film. Vielleicht ist noch sogar das Buch dazu, also der Roman sogar noch bekannter, aber dazu kommen wir gleich. Kommen wir jetzt erstmal zu den Stats. Ja, kommen wir nun zu den Stats. Also, der Originaltitel ist logischerweise auch Ich bin dann mal weg. Produktionsland ist Deutschland, Originalsprache ist ebenfalls Deutsch. Erschienen ist im Jahr 2015. Er hat eine Länge von 92 Minuten, ist FSK 0 freigegeben. Regie führte Julia von Heinz. Das Drehbuch schrieb ebenfalls Julia von Heinz sowie Christoph Silber. Ja, zur Besetzung, also die Hauptrollen, Happe Kerkeling wird gespielt von David Striso, Stella wird gespielt von Martina Gedeck und Lena wird gespielt von Caroline Schuch. Nebenrollen sind dann noch Katharina Thalbach, Annette Frier, Ines Pjörk-David, Heiko Pinkowski, Anna Stieblich, Rudolf Krause, Noah Wiechers, Moritz Knapp, Luis Kain, Birol Ünel, Frank Witter und Henry Solf. Das sind noch die Nebenrollen in dem Film. Ja, kommen wir nun zur Handlung. Ja, kommen wir nun zur Handlung, wie gesagt. Also in dem Film geht es ja darum, dass ja Harpe Kerkeling ein Buch geschrieben hat. Das hat er ja wirklich auch getan. Und davon handelt eben der Film. Das Buch hieß übrigens genauso, also Ich bin dann mal weg. Und es in dem Buch geht es genauso wie in dem Film eben darum, dass Harpe Kerkeling auf einer seiner vielen Termine auf der Bühne eben zusammenbricht und im Krankenhaus wieder aufwacht. Und zum Erstaunen oder ja als Glücksfall sozusagen keinen Herzinfarkt hat, sondern eben einfach nur einen Hörsturz und eine Gallenblasenoperation hinter sich hat. Und ja, der Arzt ihm eben bescheinigt, er solle eigentlich mal beruflich kürzer treten. Das macht er aber nicht und sagt zu seiner Agentin Dörte, dass er jetzt, dass er sich dazu entschlossen hat, den Jakobsweg zu wandern. Und das zieht er auch vollkommen durch und beginnt eben dann in Saint-Jean-Pied-de-Port. Und dort lernt er die zurückhaltende Stella kennen und die britische Journalistin Lena und ja, geht eben mit ihnen zusammen diesen Jakobsweg. Mehr möchte ich jetzt aus dramaturgischen Gründen erstmal nicht sagen. Der Film ist teilweise als Komödie klassifiziert worden oder eingeschätzt, oder eingeschätzt kann man nicht sagen, aber eingestuft worden. Ich finde aber, es ist keine Komödie, es ist eigentlich eher ein Unterhaltungsfilm, der auch eine Länge von 92 Minuten vollkommen okay ist. Wäre der Film länger, wäre einfach zu lang. Ist so teilweise schon kritisch von der Länge her, aber dazu später. Ja, kommen wir nun zur Kategorie Wissenswertes. Ihr kennt das ja schon. Also Kerkeling hat den Jakobsweg im Jahr 2001 gewandert. Das Buch erschien dazu aber erst 2006, also 5 Jahre später. Und ja, die Verfilmung, die wurde über mehrere Jahre vorbereitet. Julia von Heinz hat dann den Dreh im Endeffekt dann initiiert und dann im Sommer 2014 in enger Absprache mit Kerkeling an den Originalschauplätzen eben durchgeführt. Aber es diente zum Beispiel auch die Zitadelle Spandau in Berlin als Drehort für eine spanische Pilgerherberge. Also nicht alles wurde originalgetreu oder nicht an allen Originalschauplätzen verfilmt. Also zum größten Teil schon, aber eben auch in Berlin und Brandenburg wurde gefilmt. Ja, Kerkeling selbst hat die Verkörperung von ihm durch David Striso sehr gut gefallen. Er selbst hat sich allerdings nicht mehr in der Lage gesehen, das selbst zu verfilmen, da das eben 13 Jahre her ist zwischen dieser Wanderung und der Verfilmung. Und da hat er sich als fast 50-Jähriger einfach nicht mehr authentisch genug gefühlt, um das zu verfilmen. Gut, das kann man jetzt sehen, wie man will. Das sind jedenfalls die Details dazu. Ja, kommen wir nur noch zur guterletzt zur Beurteilung des Filmes. Also, filmstarts.de gibt eine erstaunlich gute Note, eine 4,0.
Die Pressekritiken eine 3,0 und die User im Schnitt eine 3,5. Ich muss mich zugeben, muss mich da eher der Presse anschließen. Ich gebe ebenfalls eine 3, ich gebe eine 3,2 zwar, also keine 3,0, aber mehr gibt es eben nicht dafür. Der Film war mir, wie ich es eben schon mal angedeutet habe, fast schon zu lang. Also 75 bis 80 Minuten wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ist nicht so, dass der Film langweilig wäre, das kann ich nicht sagen. Aber an manchen Stellen eben ist er eben doch ein bisschen langweilig, wie ich finde. Also ja, mehr als eine 3,2 kann ich da einfach nicht geben. Beim besten Willen nicht. Ja, eigentlich schade, man hätte irgendwie mehr daraus machen können, bin ich der Meinung aus dem Film. Was die Pressekritiken auch sagen, die haben teilweise auch Julia von Heinz ziemlich kritisiert, also die Regisseurin und zum Teil auch Drehbuchautorin. Muss mich sogar zum Teil da anschließen. Ja, das war's auch schon wieder für heute von meinem Kino- und Filmblog. Diesmal ging es ja um Ich bin dann mal weg. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit weiteren Blog-Videos von mir. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert oder wenn ihr das schon gemacht habt, wenn ihr mich weiterempfehlt. Und sage dann mal bis bald, euer FMÜ. Ciao, ciao und adios.